Die überragende Karlsteensfestning kann man schon oberhalb von Marstrand aus dem Albrechtssund sehen. Ende Juni sind wir noch nah an der Mittsommernacht und die Regattawoche ist längst vorbei. Im Hafen gibt es genug Platz. Wenn sich der touristische Trubel gelegt hat, ist es in Marstrand am schönsten. Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Wanderung beim Sonnenuntergang um die Insel herum. Unvergesslich. Inzwischen haben wir uns an das Segeln in den Schären gewöhnt. Von Marstrand nehmen wir Kurs auf Mollösund. Während der ersten Meilen haben wir die Insel Tjörn an Steuerbord, später dann Orust. Es sind viele deutsche Volk hier. Wer glaubt, Mollösund wäre ein altes Fischerdorf, der mag recht haben. Aber in den Häusern der Fischer wohnen heute Feriengäste. So langsam geraten auch wir in Ferienstimmung und gehen baden. Die Nordsee misst hier schon 22 Grad. Trotz Plotter und gekennzeichneter Fahrwasser muss man schon immer wissen, wo man gerade ist. Hier passieren wir gerade Gullholmen und lassen Lüsekiel an Steuerbord. Dann sind wir in Stora Kornö. Stora Kornö oder Lilla Kornö gleich um die Ecke, die Zwillingsinseln, haben beide ihren eigenen Hafen und hier gibt es Romantik pur. Äh.
mal, was ist denn? Guck hier mal rein. Ja, fein. Ja, feines Schärfchen. Ja, fein. Du bist jetzt ein Filmstar, ne? In der Karlswieken gehen wir an den Anker. Einsam ist es hier aber nicht. Aber schön ist es hier. Und das wissen die Schweden und Norweger natürlich auch. Dann verholen wir zur Insel Keö und machen direkt am Felsen fest. Besser geht es eigentlich nicht. Baden, klettern, faulenzen. Ich weiß, ihr wollt jetzt alle mit mir tauschen, aber keine Chance. In die überfüllten Häfen kommst du nur am frühen Morgen. Also ganz früh von Keö weg und rein ins quirlige Smögen. Die Bilder hier sagen nicht die Wahrheit. Die Motorboote haben einen Anteil von 80% und 80% der Gäste sind Norweger. Und ob du es glaubst oder nicht, 80% machen hier die Nacht zum Tage. Party, bis die Sonne aufgeht. Fast auf jedem Boot und an Land dazu. Für maulende Rentner ist das hier nichts. Smögen muss man eben mögen. Von Smögen nach Hunnebostrand ist es nicht weit und zwischen beiden Häfen der Sotenkanal. Oh, da ist einer quer. Da guckt er das an, da vorne. Auch wenn es eine Maschinenfahrt ist, aber den Sotenkanal sollte man nicht auslassen. Hunnebostrand ist längst nicht so laut wie Smögen, aber hier einen Platz zu finden, braucht schon Beharrungsvermögen. Während hier die Mücken gefüttert werden, gehen wir einkaufen. Das geht in Hunnebostrand prima.
Der Blick auf die Karte zeigt, dass man von Hunnebostrand nach Gräbestadt natürlich auch außenrum fahren kann. Aber kann man den Hamburgsund auslassen? Das geht gar nicht. Alter Schwede, hier machen irgendwie alle Urlaub. Wieder die alte Strategie. Kurz vor Gräbestadt suchen wir uns einen Ankerplatz, damit wir am nächsten Morgen früh reinfahren können. Na und auch das ist wichtig. In allen Ankerbuchten gibt es Trockenklos. Das funktioniert prima. Wir haben tatsächlich wieder Glück. Bevor das Gerangel um die Plätze losgeht, sind wir längst fest. Die Hafenmeile in Gräbestadt ist gleichzeitig eine Partymeile. Ungefähr so wie in Smögen. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Wir wollen Tanum besuchen. Das Weltkulturerbe mit den berühmten Felsritzungen aus der Bronzezeit. Die Felsritzungen sind an verschiedenen Orten und wir fahren mit unseren klapprigen Klapprädern ganze 40 Kilometer an diesem heißen Tag. In Tanum ist es tierisch gut gelungen, das bronzezeitliche Leben von Tier und Mensch nachzuempfinden. Und im Museum erfährst du die ganze Geschichte. Während der Bronzezeit waren die Felsritzungen an der Küste. Inzwischen hat sich das Land um 15 bis 20 Meter gehoben. Daher die lange Fahrradfahrt. Nur, dass du es mal gehört hast, so klingt das in der Nacht.
Je weiter nördlich wir unterwegs sind, desto mehr Norweger treffen wir. Und je mehr Norweger wir treffen, umso teurer wird es. Sog und Wellenschlag vermeiden. Darauf wird auch im Hafstensund aufmerksam gemacht. Und hinter der nächsten Klippe eine Radarfalle. Und dann sind wir mal wieder im Paradies. In Fetnet auf Nordkoster ist die Zeit stehen geblieben. Wir baden, grillen und faulenzen bis weit in die Nacht. Die Kosterinseln sind ausgesprochen beliebt, die Häfen picke, packe voll. In den Hafen von Kirkosund haben wir uns gar nicht erst reingetraut. Aber mit dem Fahrrad kommst du hier überall hin. Autos sind ohnehin verboten. Und das hier ist das kulturelle Zentrum der Insel. Ein Supermarkt am Schnittpunkt mehrerer Fahrradwege. Von Nordkoster rüber nach Strömstad sind es nur ein paar Meilen. Und in Strömstad machen wir wieder direkt an der Partymeile fest. Böse Zungen behaupten, Strömstad stünde unter norwegischer Besatzung und machen das daran fest, dass viele Kneipen und Geschäfte längst von Norwegern gekauft worden sind. Wenigstens im Waschsalon hat man seine Ruhe. Ja, und von Strömstad geht es rüber nach Norwegen in den Oslofjord. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.